treten. Ach, guckt an. Ah, von hier startet man das. Alles klar. Man muss also nicht dort selber hinreisen, sondern man von hier ran. Wir gehen öffentlich natürlich rein. Ach, das sind solche... Ich hoffe, da sind genug Leute da, weil... Das sind wie die Angriffsmissionen. Das ist jetzt nicht so das... Also wenn es nicht sein muss, finde ich immer, eine Story sollte auch solo gehen. Graham, mir war nicht klar, dass ihr noch hier draußen seid. Talmy hat mich mit ihren Wissenschaftlern arbeiten lassen. Hier wimmelt es vor Zerstörern. Ihre Teams sind überall in den Laboren verstreut. Die meisten Portale von und nach Brother Zoom wurden geschlossen. Keiner möchte Zerstörer im Herzen der Stadt haben. Gut. Dieses Gebiet ist nicht leicht zu verteidigen. Wir sollten die Leute wieder hinter die Stadtmauern bringen. Ja. Und dafür sorgen, dass ihnen keine Zerstörer durch das Portal folgen. Schneller! Macht sie nieder! Okay, also ich mache einfach Leute töten, Zeug aufsammeln, nehme ich an. Das ist diese Zeichen dort. Spaß du mal ein bisschen rein. Wir müssen erstmal ein bisschen lernen, was geht. Also ich sehe dort irgend so ein Zeichen. Das ist hier dieses. Ich will einfach nur wissen, was das ist. Wenn ihr welche wiederbeleben. Also hilfeschreiende Leute einfach. Bleibende Zeit. Achso, wir haben noch ein bisschen Zeitlimit, müssen alles schaffen möglichst. Schneller! Okay, das Solo zu schaffen wird natürlich spaßig. Reparierte Verteidigungsgolems. Das zählt ja mit. Dazu nehme ich an. So, über uns vielleicht. Nope. Ach, guck da. Techniker Pen. Den kann ich leider nicht mitnehmen. Okay, wir. Hol den mal hier drüben. Wohin mit dir? So. Wieder kampffähig. Was sind diese Stellen hier? Kann man die da abgeben? Ich muss mal. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Können das hier aufmachen. Ach, Schock. Okay, wir können einfach irgendwas Neues zuschlagen. Evakuierte Wissenschaftler. Okay, wir gehen mal rüber und holen uns mal noch ein paar. Vielleicht wird es uns ein bisschen klarer, was hier los ist. Kann ich nicht wiederbeleben, tut mir leid. Moralverstärkung ist immer gut. Schneller! Ich sehe auch nicht Moral. Sehe ich irgendwo, dass ich jemanden mitnehme? Nee. 1,38 schaffen wir niemals. Wir schaffen die Wissenschaftler nicht. Okay. Ich gehe jetzt auch mit denen mit, in der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen was reißen können. Zerstörerangriff! Zeit zum Evakuieren! Alle zum Portal! Was? Zerstörer? Schneller! Nein! Nein! Synergetik sollte doch das sichere Feld sein. Rein konzeptionell. Von Adrenalin bekomme ich Ausschlag. Im Augenblick wäre es das Schlauste, zurück ins Stadtinnere zu gehen. So, ich spreche dich an und du kommst mit. Ah, okay. Da muss ich dich irgendwo hinführen, aber wohin? Ist das dort? Ist das das Portal? Wahrscheinlich. So, reparierte Verteidigungsgolems ist aber noch ein bisschen im Argen. Wo sind denn die? Oder muss ich das mit dem Zeug hier machen, dieser Kiste? So, was haben wir denn da? Kühlenisolation, Schraubenschlag. Nee. Zerbrechen. Ach doch, warte mal, hier sind jetzt welche. Ist das neu, dass das irgendwann dann kam?
Okay, jetzt kommt das jetzt in der zweiten Phase des Ganzen. Okay, das konnte ich wirklich damit machen. Damit habe ich aber... Event war erfolgreich, eure Gruppe wurde gesperrt. Großartig, ihr seid beide hier. Wir haben die perfekte Truppengröße, um in die Höhlen zu gehen. Ihr sagtet, wir sollten Leute herausholen. Haben wir Zeit für eine Forschungsexpedition? Die Hälfte dieser Leute wird das Portal bewachen und bei der Evakuierung helfen. Aber wir haben die seltene Chance, an noch seltenere Daten zu kommen. Okay, also wir haben festgehalten. Wir können die mitnehmen, zurückbringen zum Eingang. Wir können Nummer 2 Zerstörer zerstören und ganz am Ende gibt es das halt noch mit den Roboter. Wir sind zum Helfen hier. Okay. Kraft abziehen. Wir sind soweit, wenn ihr seid. Was ist da unten, was so wichtig ist? Das Signal von tiefer unten in den Höhlen. Es ist eins, das ich im Labor nicht konsistent infizieren konnte. Rieland und Jormag warten auf meine Analyse. Was ich rausgefunden habe, könnte ihnen helfen, den Feuerdrachen zu töten. Moment. Ihr seid einverstanden mit diesem Bündnis? Wenn es bedeutet, Primordus aufzuhalten, ihr etwa nicht? Nun, ein Altdrache ist ein Altdrache. Jormag kann man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Jormag bringt meine Instrumente nicht zum Schwirren. Na kommt schon! Ah, wir haben davor unheimlich viel gekämpft. Zwar eher gegen die Schauen, die Frostlegion, aber trotzdem gegen Jormags Diener. Auf einmal ist es okay für uns. Klingt nicht ganz so geil. Timing kriegt Schaden. Okay, wir haben einen Heiler irgendwie. Schneller! Primordus besteht nur aus Hunger und Zerstörung. Mit Jorma kann man wenigstens vernünftig reden. Schon mal versucht, mit Eisbrut zu reden? Geht nicht. Die hauen nur Sachen kaputt. Was ist mit den Zwanir, der Frostlegion? Klar, gruselige Fanatiker, aber in der Regel doch intelligent. Und jetzt kontrolliert Rieland sie. Rieland, genauso kriegt Jormag euch rum. Mit Gerede, was vernünftig erscheint. Prophezeiung sagt, entweder ich töte den Eisdrachen oder er mich. Klingt nicht sehr vernünftig. Habt ihr das gesehen? Die Dedis laufen also eine Sondermission ab. Alles klar. Ruhe des Drachentöters, was ist da drin? Ich weiß, Karma. Ist das weit genug? Wir bekommen nur mehr von denen, desto weiter wir hineingehen. Genau darum geht es, Kommandeur. Und wir kommen der Sache eindeutig näher. Es gibt einen Präzedenzfall für einen vernunftbegabten Altdrachen. Ori! Und aus Gegnern können Freunde werden. Seht euch Riplock und Logan an. Ziemlich kleine Probengröße. Im Moment geben Jormag und Primordus sich nicht. Also bringen wir sie dazu, sich gegenseitig zu vernichten. Alle erstmal macht das, ignorieren erstmal alle Festleute. Sehr geil. Tut mir leid, Leute, aber ihr habt vergessen, die Mission abgeschlossen ist. Lass den Ballschutzpunkt sichern. Sehr gut. Achso, ich hab gar nicht geguckt, wie viel wir brauchen überhaupt. Warte mal. Das ist natürlich noch eine Sache. Das steigt schon an. Vielleicht kriegen wir ja noch welche im Laufe des... Wenn ich richtig erzählt habe, müssen es ja 4 bis 5 sein, die wir so kriegen durch die Mission. Plus ein paar von davor, die nur über waren. Ich glaube, das reicht, um alles auszubauen schon. Oder ob erst alles mit den nächsten Kapiteln freigeschaltet wird, kann ja auch sein. Ich habe zu wenig Energie. Nett und tödlich. Kann jemand mal Tiny heilen? Haben wir irgendeinen Heiler für dich hier? Bin ziemlich sicher, dass Jormag nicht mitspielen wird. Möglicherweise haben wir keine andere Wahl, als ihm zu helfen, Primordus zu töten. Vorher hatten wir Vermutungen. Nun haben wir Wissen. Jormag war sehr gesprächig. Wusstet ihr, dass die beiden Drachen Zwillinge sind? Jormag
Lügt. Langsam wird es ungemütlich. Wie viele Notifikationen braucht ihr eigentlich noch? Oh, und deshalb habe ich Verstärkung dabei. Hier ist die Stelle. Die stärksten Werte bisher. Seht mal, Graham, ich verstehe eure Perspektive. Wirklich. Aber selbst wenn Jormag lügt, die Daten lügen nicht. Jormag ist nicht derjenige, der unsere Welt verbrennt, unser Volk tötet, unsere Heimat vernichtet. Das ist Primordus. Jormag hat die Norn terrorisiert. Ließ uns flüchten, vergesst das nicht. Flüchten oder sterben. Aber ihr seid noch da, in den Bergen und im Schnee. Wir mussten alles zurücklassen und wir sind nicht die Einzigen. Jormag! Bedroht euch nicht, aber das Ding schon! Das zerstört... Zerstörte Eishammerlinie. Schneller! Okay, Taimi und Graham haben mit Nades Obelis mehr zu tun. Die waren jetzt immer Herz und Seele. Hm. Mal sehen, was da noch passiert, schön ist. Ich ergänze mich. Oh, 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 nicht in der Lava. Nicht in der Lava. Böse Miets. Wir müssen uns selbst erneuern. Es war einfach Jormag Glauben schenken, ich weiß auch nicht, das ist. Das wirkt irgendwie storymäßig gerade ein bisschen fehl am Platz. Ich verbünde mich mit meinem Feind, weil es noch einen stärkeren Feind gibt. Ich vergesse alles, was davor passiert ist, und das wird nicht gut gehen. Das wird gerade wieder sowas schüren, wodurch ein paar Leute von uns sich gegen uns wenden. Oder gegen Teile der Truppe. Es brennt gepanzert! Es brennt gepanzert. Ach, wir gehen mit dem spazieren. Können wir hier vielleicht ihn heilen? Wir haben, weshalb ihr gekommen seid, Taimi. Bringen wir euch zurück durchs Portal. Dieser Zerstörer hat verrückte Energiewerte. Ich muss länger an ihm dranbleiben. Beschäftigt ihn. Für die Daten. Für die Daten. Okay. Was tue ich alles für die Daten? Okay, 75%, also bei 70% einmal runter. Mal gucken, 50% bestimmt. Wir werden noch bitte Gassi gehen mit ihm. Glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob die anderen genauso sind. Es wäre schön, wenn die schon ein bisschen Abwechslung haben. Wenn man beiden dann. Endlich erkenne ich das Muster. Erfrischen. Zocken die Daten auf, ja? Also wir machen das nicht umsonst. Fang bitte schon an. Fühlt sich gut an. Endlich erkenne ich das Muster. Okay. Na gut, dann eben nicht. 35%. Genau wie wir. Die Arena. Er ist dorthin unterwegs. Wie wollt ihr... Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das Portal ist hier drüben. Zerstörer haben eindeutig keine Vernunft. Der neue Algorithmus hat fast gegriffen. Ein kleiner Moment. Keine Zeit, er ruft. Kommandeur, kommt schon. Genau in der Mitte natürlich. Na, mal sehen, was er jetzt zu bieten hat. 35% Leben noch. Gemeinsam sind sie stärker. Wir müssen den Größten erledigen.
Ich gebe euch einen guten Rat. Lauft! Gepanzert! Schneller! Macht sie nieder! Wer gibt uns einen guten Rat? Ist keiner der richtigen Akteure. Ich hab irgendwas in die Kugel um mich, was ist das? Ist dieses Machtzeug von dem Kristall? Wahrscheinlich. Ich hoffe, wir kriegen natürlich diese Eisbrut XP auch wieder über Nieselwaldküste und sowas. Weil nur diese Karte hier gehen, wir schnell ob ich das machen will. Gibt alles Sinn. 35%. Bin mal gespannt, ob es hier nochmal eine Zwischenstufe gibt. Aber ansonsten müsste der dann gleich liegen. Ich bin bereit. Du bist bereit? Bereit. Auch dass es hier bald wieder schneit. Oh mein Gott. Kann ich dich mal retten? Du musst mich heilen. Oh, danke schön. Können wir den kleinen Typen zählen, die Mini-Teile? Ja, sehr, sehr gut. Gut, das ist aber geil. Wenn diese kleinen Mini-Dinger zählen beim Töten, kommen wir da schon wieder. Weil wir noch so viel belebt. So blöd, dass hier alles so hell und gelblich ist. Da sehen die Boden-Effekte erst recht. Das sieht man spät. Wenn du springen kannst, kann ich das auch springen. Null Toleranz. Genau, null Toleranz. Die Zerstörer sind alle eingesetzt. Tägliche Mission abgeschlossen. Ihre Energiesignaturen blasen sich wie Primordos, wann immer sie angriffen. Ob ihre Verbindung zu ihm wohl stärker wird, wenn sie brennen? Hört auf, so zu tun, als hättet ihr keine Angst. Natürlich habe ich Angst. Ihr doch auch. Der Unterschied ist, dass das, vor dem ich Angst habe, aktiv versucht, meine Tore niederzubrennen. Ich sage ja nicht, dass ihr falsch liegt. Man kann nie zu viele Schätze haben. Um Jorma können wir uns später kümmern, wenn es dazu kommt. Aber im Moment ist Primordus die Bedrohung. Braham, ihr wusstet, wo ein großer Zerstörer sein würde. Zum zweiten Mal. Wie habt ihr... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Taimi hatte recht. Wir haben alle Angst. Wir stellen uns den Bedrohungen, wie sie kommen. Mehr können wir nicht tun. Und wenn Jormag wieder zur Bedrohung wird, stellen wir uns auch ihm. Glaubt mir, ihr seid nicht der Einzige mit Zweifeln. Lasst es mich wissen, wenn Taimi euch den nächsten Brennpunkt verrät. Ich werde helfen, wo immer ich gebraucht werde. Okay, damit wär's das gewesen. Diese Angriffsmission zumindest mal. Ich weiß gar nicht, was ist das täglich? Also gibt's hier wirklich Schließ-Tranhalle-Missionen ab. Kriegt man noch mehr von diesem Kristallblütenteil, mit dem man dann halt diese Bergungspfade freischalten kann. Okay. Was Schönes. Schließt eine beliebige ab. Täglich bis zu 3 also. Na gut, das werden wir noch schaffen, aber heute alle mitnehmen und dann... Okay, die das erste Mal abgeschlossen. Alles klar. Und dann gehen wir zurück und schauen mal, was wir mit unseren Verbündeten bereden können.